Mittlerweile hat wohl jeder von euch von der Destiny Beta gehört. Bungie plant die Veröffentlichung im kommenden Sommer. Wir haben keine genauen Infos zum Release, aber warum ich glaube, dass die im Mai stattfindet, erfahrt ihr jetzt. Deitch, also der Community Manager von Bungie, hat sich nämlich in einem März-Update mal zu Wort gemeldet und er hat eben gemeint, dass er nicht zu sehr ins Detail gehen darf, also eben über den Fortschritt vom Spiel, aber in den kommenden Monaten werden wir ja selbst die Möglichkeit dazu haben, es eben auszutesten. Inwiefern bringt uns das jetzt also weiter? Der Beitrag stammt aus dem März und er redet von Monaten, nicht Monat. April fällt also als Möglichkeit schon mal weg. Der offizielle Release für Destiny ist der 9. September, also der 9.9. Wir können das Zeitfenster also schon mal deutlich eingrenzen. Theoretisch könnte die Beta dann also im Mai, Juni, Juli oder August starten. Theoretisch. Juli und August können wir mit großer Sicherheit ausschließen, weil Entwickler eigentlich bis zum finalen Release noch ein bisschen Zeit brauchen, um dann eben die Daten aus der Beta-Version auszuwerten. Dann muss diese Version natürlich auch noch verbessert werden und das Spiel muss ja auch noch irgendwie vervielfältigt werden. Also da entsteht dann diese eine goldene Disk sozusagen und die wird dann eben kopiert. Also im Englischen wird es ja auch Going Gold genannt. Und in Juni können wir ausschließen, weil da die E3 2014 stattfindet. Bungie hat hier ebenfalls auch weder Ja noch Nein zu einer möglichen Präsentation gesagt, aber Sonys Head of Hardware Marketing, John Koller, was ein Titel, hat jetzt nämlich ein Interview letztens gehabt und in dem hat er gesagt, dass Bungie definitiv bei der E3 vertreten sein wird, um da Destiny eben zu präsentieren. Es war auch klar, dass sie sich sowas nicht entgehen lassen werden. Jetzt überlegt euch mal, was sie geplant haben könnten, also für die E3-Präsentation. Es ist klar, dass sie damit ein recht dichtes Spiel kreieren wollen, das halt wirklich vom Umfang her gewaltig ist. Und dazu sollte diese E3-Präsentation natürlich auch passen. Was wäre also ein sinnvoller Schritt? Nämlich die Szenen aus der Beta zu nehmen. Also statt irgendwie einen durchgeskripteten Levelabschnitt zu zeigen, hatten sie ja auch schon auf der letzten Gamescom, da waren vielleicht manche von euch dabei. Es war ja im Endeffekt nur eine kurze, abgesteckte Präsentation, die sich immer wieder wiederholt hat. Aber jetzt überlegt euch mal, sie nehmen eben die Daten aus der Beta, die Gameplay-Szenen aus der Beta und zeigen, wie sich das Spiel dann auch tatsächlich spielen wird, wenn es erstmal draußen ist. Also dann können sie auch wirklich diese Eindrücke von den Spielern mit der Presse teilen etc. PS4er und PS3er bekommen wegen so einem Deal mit Sony und Bungie einen etwas früheren Zugang zu dem Beta-Test. Ich vermute mal, es wird wahrscheinlich eine Woche sein, ist aber nur eine Vermutung. Und damit die Xbox-Leute dann nicht zu kurz kommen, müsste die Beta wohl Anfang Mai starten, weil ich schätze mal, die wird vielleicht um die 2 Wochen gehen oder sowas. Für die PlayStation-Leute wahrscheinlich so an die 3 Wochen. Das ist eine grobe Vermutung jetzt, vielleicht auch einen ganzen Monat. Einfach damit ich mich jetzt hier nicht so verplapper, bei Reach war es zum Beispiel damals 17 oder 18 Tage, irgendwie sowas. Also es war ja die letzte quasi große Beta von Bungie und ich vermute, dass hier jetzt eben das gleiche dann sein wird. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass wir Ende April diese Bestätigungsmails mit unseren Zugangscodes zugeschickt bekommen, Anfang Mai dann selbst Hand anlegen können und die Beta dann eben kurz vor der E3 im Juni endet. Bedenkt hier dann aber, dass das alles nur Spekulationen und Theorien meinerseits sind. Letztendlich kann alles auch komplett anders kommen. Und bevor ich es vergesse, Beta-Tester sollen ja in irgendeiner Form ausgezeichnet werden, also andere Spieler sollen ja mitbekommen, dass man eben Zugang zu dieser Beta hatte. Wenn ihr euch noch an ein damaliges Infovideo von uns erinnert, in dem ich über den Vanguard geredet habe, das war ja die vermutete 4. Klasse für Destiny neben Hunter, Warlock und Titan, ist es nicht, das wissen wir schon mal und hier liegt die Vermutung eben nahe, dass Vanguards quasi die Beta-Tester sind, also frei übersetzt bedeutet es so viel wie Speer und die deutsche Destiny-Seite nennt es zum Beispiel Vorhut, also eben quasi die, die als erste da waren, um das und das zu erkunden. Das würde auch thematisch zu diesen Beta-Tests passen, nur als kleine Randinfo. Was meint ihr, hört sich das realistisch an, dass Bungie die Präsentation wirklich so gestalten wird, dass die Szenen aus der Beta nehmen? Würde das für euch Sinn machen, dass die Beta daher im Mai startet? Lasst mir eure Vorschläge da, vielleicht habt ihr sogar noch eine bessere Version. Lange dauert es auf jeden Fall nicht mehr. In dem Sinne, macht's gut Leute und haut rein.